Profis machen sie Lärm. Wir aus Köln für euch sind Simpanzer. Von aus dem Backstage-Raum sieht man gar nicht, dass ihr so viele seid da hinten. Alter Falter. Naja. Ja, ich komme aus Köln, war eine lange Reise und ich möchte dich jetzt auch auf eine Reise mitnehmen und zwar in ein Land, das gar nicht so weit weg ist, wie es scheint. Und dieses Land ist die Türkei. In der Türkei waren vor 3 Monaten, da stand es noch in allen Zeitungen, riesen Massenproteste. Mittlerweile sind da immer noch Massenproteste, steht aber nicht mehr in den Zeitungen. Die haben mittlerweile oder immer noch einen Premierminister, der schwangeren Frauen ab dem 3. Monat verbieten möchte, das Haus zu verlassen, weil das sähe ja nicht aus. Und den Text, der jetzt kommt, den habe ich vor 3 Monaten geschrieben. Und leider Gottes ist er immer noch aktuell. Und ich möchte jetzt einmal kurz, dass wir alle ganz still sind. Ein Mädchen steht vor einem Haufen. Einem Haufen Mensch, der einst ihr Bruder war. Während in Tränengas verseuchten Gassen Menschen panisch, ziellos laufen, steht sie einfach nur so da. Gaswolken nehmen mir die Sicht und Lärm erfüllt die Straßen. Doch das Mädchen bemerkt all das nicht, weil heute Menschen starben. In ihren Augen brennt das Gas nicht. In ihren Augen brennt kein Hass. In ihren Augen brennt die Frage, warum passiert hier gerade was? Das Mädchen steht dort stumm. Und während der Lärm entartet, fragen ihre Augen nur, warum ihr Bruder nicht mehr atmet. Und während das Mädchen steht und fragt, rennen Polizisten durcheinander und machen auf Menschenjagd, treiben Massen ineinander, jagen alles, was sich nur bewegt und brennen alles schreiend nieder, das nur den kleinsten Funken Hoffnung trägt. In jeder Ecke ist das Gas hier. In jeder Ecke wohnt die Angst, in keiner Ecke ist man sicher, sie schlagen weiter, wenn du wankst. Es gibt kaum noch ein Entkommen. Polizisten stürmen jedes Haus, bezeichnen Widerstand als Terrorismus. Da geht der Terror doch von ihnen aus. Und am Abend schließlich ist der Taxiplatz von Menschen frei. Dort sind nur noch die Maschinen, in anderen Worten Polizei und ein kleines Mädchen steht noch dort. Weil niemand es beachtet. Das kleine Mädchen, das mit stummen Blicken die Maschinenmenschen verachtet. Das Mädchen steht dort schon seit Stunden. Der Bruderhaufen ist schon kalt, kein Leben mehr. Nicht wie ein Baum einzeln und frei und auch nicht brüderlich wie ein Wald. Yashamat Yok, ah, Gibitek Vihir, Vibi Oman Gibikade Jessine. Denn Bäume lernen hier. Wer nicht wächst, wie er soll, den frisst die Maschine. Polizisten sind jetzt überall und sie verbrennen alle Bäume. Doch sie merken dabei eines nicht, was nicht brennen kann, sind Träume. Das kleine Mädchen steht allein auf dem nun menschenleeren Platz, statt Menschen nur noch Maschinen, beschäftigt mit der Menschenhass. Ein kleines Mädchen steht allein. Vor ihr färbt sich der Boden rot, des Bruders Blut läuft auf das Pflaster, während ein Polizist ihr droht, der Lärm entartet zum Tumult, der Polizist schreit wutverzerrt, verschwinde hier mit deiner Unschuld, es hat nicht recht, wer sich nicht wehrt. Mit einmal erstille. Das Mädchen fällt weinend auf die Knie. Fragt mit ungebrochenem Willen. Nedenka de Schimmel mit Schwundale. Nedenka de Schimmel mit Schwundale. Warum musste mein Bruder sterben? Der Polizist hält zögernd inne. Und sagt mit einem Mal gerührt, ich
weiß gar nicht, was ich hier mache. Hab nur Befehle ausgeführt. Und wie aus seiner Trance erwachend, lüpft der Mann nun sein Visier, betrachtet wieder seine Umgebung. Warum war er nochmal hier? Er betrachtet das Gesicht des Toten. Und nach einem ersten klaren Blick schon merkt er mit tödlichem Entsetzen, der da am Boden ist sein Sohn. Er nimmt den Helm, streckt die Hand aus und fragt mit trockenen, spröden Lippen, nee, der Luhmann mit zu rum, Daniel! Um dann nach hinten umzukehren. Der Mann war nicht der echte Vater. Genauso wenig wie das Mädchen, Schwester des Totenhaufens Mensch am Boden eines Studenten im vierten Semester. Doch das Mädchen und der Polizist haben beide eins erkannt. Wir sind alle Vater, Schwester. Egal welcher Sprache mächtig. Egal aus welchem Land, egal welcher Nation, egal welcher Ethnie und ganz egal welcher Religion. Ein kleines Mädchen steht alleine. Doch dazu stellt sich ein Mann. Sie beide hüllen sich in Schweigen. Schweigen für Frieden. Ramadan. Ein Mädchen steht auf einem Platz. Ein Platz, der einst für Frieden stand. Und mit ihr steht eines fest, was Hoffnung macht. Überall ist Taksim. Und überall ist Widerstand.